Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es dieses leckeres Blätterteigrezept mit Champignons. Und das sind die Zutaten, die wir brauchen. Eine Rolle Blätterteig, ca. 150 Gramm Champignons, zwei Eier. Dann habe ich hier jeweils 3 Esslöffel Schmand und geriebenen Käse und einen halben Teelöffel Salz und Pfeffer. So, ich fange an mit den Eiern. Die habe ich hier schon in eine Schüssel gepackt. Dann kommt der Schmand mit hinzu. Nichts verschwenden, mein Lieblingsspruch. Und das wird jetzt erstmal miteinander vermischt. Dann kommt der geriebene Käse mit hinzu. Und Salz und Pfeffer. Wenn sich das gut vermischt hat, dann kommt die Schüssel erstmal beiseite. Und als nächstes schneide ich die Champignons in kleine Scheiben. Die habe ich ja schon abgeputzt mit einem Küchenkrepp, wie ich immer gerne dazu sage. Und einfach in so kleine Scheiben schneiden. Den Blätterteig habe ich auf ein Blech gelegt und wie ihr sehen könnt, habe ich hier die Ränder so ein bisschen hochgerollt. Und jetzt kommt erstmal das Flüssige rein. Vorsichtig verteilen hier bis zu den Ecken. Hier ist auch noch ein bisschen. So, ein bisschen ist noch in der Schüssel. So, dann wird es erstmal hier verteilt. Bis zu den Ecken, wie gesagt. So. Und dann kommen die Pilze, die habe ich ja hier auf dieses Brett. Die verteile ich jetzt auch noch drauf. Und wenn die Pilze komplett auf dem Blätterteig verteilt wurden, dann kommt das Ganze bei 180 Grad für ca. 30 bis 35 Minuten in den Ofen. So sieht jetzt mein Blätterteig nach 35 Minuten aus, habe ich gerade rausgeholt und jetzt lasse ich das erstmal etwas auskühlen. Jetzt ist es abgekühlt und ich habe schon ein kleines Stück abgeschnitten, damit ich euch das zeigen kann. Super, super lecker ist das geworden. Schaut mal. Mega, mega lecker.
Ja, und das lassen wir uns jetzt schmecken. Und wenn euch dieses Rezept gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder ein Abo. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video dabei seid. Bis dann!